So. Wollen wir doch mal seine Stage hier unsicher machen? Ja, toll. Obwohl, da muss ich doch jetzt eigentlich drankommen. Yay, ich hab das Leben. Ja, dafür ist dieses Teil sozusagen gut. Damit können wir von links nach rechts, von rechts nach links fliegen. Wir können sozusagen unerforschte Gebiete erkunden. Ich könnte theoretisch sogar nochmal, wobei ich glaube, Stages kann man hier nochmal, nicht nochmal betreten. Scheiße, es ist doch diese scheiß Stage. Ich habe mich gerade erinnert, wo ich diesen Weg gesehen habe. Okay, wenn ich jetzt einmal davon getroffen werde, bin ich tot. Deswegen muss ich jetzt aufpassen, dass ich mich von diesen Dingern nicht erwischen lasse. Na toll. Ich habe den falschen Raum erwischt. Egal, ich habe es überlebt. Ist in dem Fall wichtiger. Oh, hier muss ich wirklich jetzt sehr doll Angst davor haben. Dass ich hier wirklich einen großen Fehler mache. Ich glaube, da kommt noch so eine Passage. Man durch solche Flammensäulen oder Lasersäulen, wie auch immer man das bezeichnen soll, direkt sterben kann. Und solche Dinger mag ich eigentlich gar nicht. Aber hier geht's weiter. Ja, ich bin tot. Super. Aber wenigstens ein Checkpoint. Und dafür ist das jetzt mein letztes Leben. Ja, super. Das kann ja echt noch was werden. Gut, versuchen wir es einfach nochmal. Wollen wir mal schauen, ob ich hier irgendwie das Ganze noch hinkriege. Oh Mann. Da habe ich mir was eingebrockt. So, lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Ich bin Mega Man, Rockman, woher? Oh, schnell weg hier. Und runter. Okay. Und noch einmal. Scheiß auf die Waffenenergie, die würde man, glaube ich, gar nicht bekommen können. Also ich wüsste nicht, wie man wirklich an die Waffenenergie lebend kommen soll. Das Leben muss ich auch da liegen lassen. Und das konnte ich nicht mehr überleben. Alles klar, Quickman Stage ist scheiße. Ich versuch's aber trotzdem nochmal. Das Leben kann ich mir wenigstens auch nochmal wiederholen. Yay! Dann gib mal her. Schön brav das Leben. Und dann versuchen wir es jetzt nochmal. Ah, super. Diese Stage ist wirklich schrecklich. Ich mag sie auch echt nicht. Na gut. Versuche ich jetzt irgendwie wirklich gleich in den Raum mit dem Energietank und dem Leben zu kommen. Wenn ich das schaffe. Okay, jetzt wo ich den Treffer erlitten habe, habe ich es geschafft. Na wunderbar, Leute. So geht das. Man muss sich einfach nur von diesem Ding treffen lassen. Scheiß auf das bisschen Energie, was man dadurch verliert. Das lohnt sich. Dafür kriegt man Leben und wenigstens auch einen Energietank. Jetzt wo ich den Energietank habe, würde ich auch sagen, jetzt habe ich 5 Leben. Wow. Jetzt wo ich auf jeden Fall auch den Energietank habe, das Spiel ist nett. Das ist jetzt mein 6. Leben. Okay, also bin ich jetzt gegen, welcher war das jetzt nochmal? Quickman. Wenn ich jetzt gegen Quickman verlieren sollte, dann bin ich echt schlecht. Oh, scheiße. Am besten sollte ich einfach weiter wandern und nicht weiter reden. Ich sollte mich darauf konzentrieren, dass ich das überlebe. Das ist gerade viel wichtiger in dieser Passage hier. So, und jetzt einfach runter. Und rechts halten. Dann schaffe ich das. Okay, okay. Nur noch diese Passage und dann müssen wir es geschafft haben. Na endlich. Oh nein, euch will ich nicht sehen. Geh weg. Ich bin drunter durch. Oh, oh, oh. Okay, du wärst weggegangen, aber egal. Bloß weiter, oh Mann. Meine Nerven sind gerade fast am Ende. Oh, egal. Ich hau ab. Wir sind fast da. Quickman, wir sind da. Freust du dich schon, mich zu sehen? Ich hoffe. So, denn ich will nämlich wissen, ob du schwach gegen Airman bist. Probieren wir es einfach mal aus. Ich habe ja genug Leben, die ich jetzt verschwenden kann. Also komm her. Nein, er ist nicht schwach dagegen. Gut, dann ist wer anders schwach dagegen. Aber eigentlich ist er auch nicht so schwer, merke ich gerade. Okay. Okay. Was ist trotzdem nochmal mit diesen Air-Dings da? Mit diesem Windbooster. Okay, komm mal her, Quickman. Du springst viel zu weit. Kann man dich irgendwie auch austricksen? Nein, ich krieg das gerade nicht hin.
Ich merke gerade, für Quickman bin ich dann doch ein bisschen zu unbegabt. Was das Ausweichen angeht? Ah, scheiße. Gut, ich muss ihn mit Buster machen. Bleibt mir nichts anderes übrig. Na komm, mach mich fertig. Dafür habe ich gerade viel zu wenig Energie. Oh Mann, das wird nicht leicht. Das wird nicht leicht. Wie viel Leben habe ich jetzt noch? 4 Stück? Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss nur jetzt wirklich gucken, dass ich mich zusammenreiße. Okay. Man muss ja einfach nur dazu kriegen, dass er nicht weiterlaufen kann. Na, hör auf zu springen. Auch wenn du Quickman heißt und in dem Fall schnell sein musst. Schneller als ein gewisser blauer Igel bist du trotzdem nicht. Oh, ich komme aber nicht mit dir klar. Das ist einfach zu lästig. Wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt mal Folgendes. Damit habe ich eher eine Chance. Ich versuche es einfach mal mit Metalmans Waffe. Das würde vielleicht besser klappen. Achso, toll. So viel dazu. Gut, Plan ist damit hinüber. Ja, das geht auch nicht. Okay. Dann muss ich also wirklich auf den Wasser vertrauen. Bringt alles nichts. Oh, du bist aber richtig scheiße. Quick, man, du bist zu quick. Deswegen hasse ich dich. So. Aber noch ist nichts verloren. Noch nicht. Ich krieg's nicht hin. Oh, Mann. Ich verschwende gleich echt meinen Energietank. Ein paar Leben habe ich Gott sei Dank noch. Schade nur wirklich um die ganzen schönen Leben, die ich so schon eingesammelt habe und ich Glück bekommen habe. So, ja, toll, danke. Dass du direkt so scheiße springst. Mein Gott, dann bin ich so scheiße. Na komm, springen. Ja, so ist brav. Okay, jetzt ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal, ich muss es einsetzen. So, und ich hab ihn. Oh Mann. Das muss ich jetzt echt erstmal verdauen. Puh. Wir haben den Quick Rank. Heißt das bei uns nicht Quick Rank? Ah, auf jeden Fall haben wir jetzt eine Waffe auch. Der dritte Robot Master abgehakt. Vierte sogar schon. Okay. Gut, jetzt wäre die Frage, ob Flash oder Clashman. Ich würde sagen, wir versuchen einfach mal mit Flash. Wobei, mir fällt gerade ein, Flashman wäre sogar die Schwäche für Quickman gewesen. Scheiße. Weil ich mich nämlich gerade daran erinnere, was nochmal mit seiner Waffe war. Gut, wir machen Clash. Clash ist eigentlich nicht schwer. Betonung liegt auf eigentlich. Und dieses Deck sieht ein bisschen identisch aus mit der von Elecman. Aus Mega Man 1 oder Rockman 1. Keiner von euch will mir Energie geben. Ich sag mal wieder richtig scheiße. Wisst ihr das? Okay. Och Mann. Na komm. Gib mir alle Energie. Ach scheiße. Das kann vielleicht dauern, bis ich hochkomme, obwohl doch nicht. Ah, halt! Leben nehme ich immer. Ich meine, dass die Gegner hier gerade so spendabel sind, das hat man wirklich sehr selten in den alten Mega Man Spielen. In einem Teil hat man aber sehr oft die Wahrscheinlichkeit, das ist wirklich fast schon zu gnädig. In Teil 5 ist das, glaube ich, wo man wirklich quasi damit bombardiert wird. So. Okay. Das war einfach auszuweichen. So, jetzt schnell weg hier, bevor die Dinger noch lästig werden können. Das Ganze muss ich jetzt hier auch noch einmal überstehen. Wenn ich dementsprechend die Gegner auch noch treffe. Wenn ich jetzt Leben kriege, dann wäre das mir das ausnahmsweise scheißegal. Oh nein. Okay, die längste Passage hier. Mit diesem Fahrstuhl. En garde. Ihr habt alle keine Chance. Gegen Mega Man mit seinen Megawaffen. Ach man, dann muss ich da jetzt. Okay. Ich kann da einfach nicht mehr stehen, Leute. Okay, aber ich kann da noch hoch, wenn ich schaffe. Da muss ich jetzt aber schnell sein.
Okay, ich hab's geschafft. Gewusst wie? Leben geht mir nicht. Nein. Ich brauche die bestimmt hier. Oh nein, nicht hier schon wieder. Das war jetzt dumm, aus dem Bild zu gehen. Weil jetzt habe ich den ganzen Spaß, dass ich die Treffer nochmal machen muss. Na gut, das ging ja noch. Ich frage mich nur gerade, wo jetzt nochmal der Checkpoint ist und wozu das jetzt gerade gut ist. Also diese Plattform da. Ich glaube, die sind einfach nur dazu da, dass man da drauf landen kann, wenn man jetzt hier runterfallen sollte gegen diesen Mii-Tool. Komm, beweg dich mal. Du tust mir den Gefallen, nicht erst wenn ich komme, war klar. Na gut, ich hab's trotzdem noch überlebt. Ah, jetzt soll ich mir die Treppe, ich meine die Leiter aussuchen. Links oder rechts? Links. Ich glaube, es ist sowieso egal, aber trotzdem, ich nehme jetzt mal die. Jetzt habe ich noch mehr Auswahl und jetzt habe ich den Ärger erst richtig am Hals. So, bloß weiter. Jetzt geht der Spaß weiter. Ach man, ich glaube, ich werde gleich sterben, wenn das so weitergeht. Und bloß schnell weg. Und da wäre Energie. Na gut, die ist unwichtig. Zumindest gerade ist mir mein Überleben wichtiger. Noch ein Leben. Ich kann mich nicht daran erinnern, in diesem Teil schon mal so viele Leben hintereinander gekriegt zu haben. Muss ich echt sagen. Also, das ist gerade mehr als spendabel. Gibt hier noch mehr nette Sachen, die ich mitnehmen kann? Ein Leben! Jetzt bin ich aber wirklich bestens gewappnet. Ja genau, geht nach oben, dann seid ihr ganz weg. Praktisch. Wenn die Gegner wirklich aus dem Bild sind, einmal komplett verschwinden. Oh, scheiße. Ich brauche mal kurz Metalmans Waffe. So. Damit komme ich erstmal zurecht. Das wäre jetzt sehr fatal gewesen, wenn ich jetzt noch einmal getroffen worden wäre. Weil dann hätte ich den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Gut, wir sind auf jeden Fall beim Bossraum. Jetzt kann ich ruhig sterben. Aber bevor dieser Tod umsonst ist, will ich wissen, bist du schwach gegen Ermans Waffe? Ja, bist du. Gut, dann bist du im nächsten Kampf tot. Also dann, Leute, machen wir mit ihm kurzen Prozess. Wir sind bereit. Hallöchen. Ich habe eine Überraschung für dich. Komm her. Und tschüss. Das war irgendwie viel zu leicht. Egal, wir haben ihn. Das ist schon mal gut. So, wer ist der Nächste? Wer will noch mal? Wir hatten noch nicht. Jetzt muss ich nur gerade überlegen. Clash Bombe, also Time Bomb hier in diesem Fall, müsste jetzt eigentlich dann stark gegen Flashman sein. Gut, machen wir es einfach mal. Flashman ist aber ein Scheißgegner, das weiß ich noch. Der ist richtig scheiße. Egal, trotzdem, wir machen ihn. Wenn ich das hier so sehe, denke ich irgendwie immer an Jiminy Man. Ich weiß auch nicht, warum ich, wenn ich das hier so sehe, an Jiminy Man Stage denken muss. Obwohl das noch nicht mal annähernd so aufgebaut ist. Warum man hier schon an Anfang so eine große Energiekugel kriegt, ist fragwürdiger als alles andere. So, jetzt. Nein! Na gut, hier kommt man auf jeden Fall nur durch, wenn man die Clash-Bombe hat. Mit dem habe ich sie ja und wir können uns den Weg frei machen. Das sind sozusagen so spezielle Blöcke, die man halt nur mit einer bestimmten Waffe zerstören kann in diesem Spiel. Dafür gibt es aber, glaube ich, auch noch mehr in diesem Teil. Ich will nur gucken, ob ich das hier auch irgendwie schaffe, an das Leben zu kommen. So, damit das andere Leben, was ich wirklich bei Clashman verschwendet habe, nicht umsonst war. Ich hätte theoretisch auch den oberen Weg wieder nehmen können und da komme ich bestimmt zu einem Energietank, oder? Nee, da ist bisher nichts. Oh, okay, ich gehe einfach weiter. Ich kann es noch retten. Ah, oh, nee, jetzt nicht mehr. Okay, scheiß drauf, Leute, wir gehen weiter. Ich glaube, ich werde sowieso nichts Nettes mehr kriegen. Okay, die Energie muss ich da jetzt liegen lassen. Nee, die brauche ich auch in dem Fall nicht. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter. Irgendwo werde ich schon landen. Und irgendwas werde ich auch noch irgendwie hier kriegen. Wie diese Energie und ja, der kommt sowieso nicht dadurch. Der ist einfach zu dick. Mit seinen Roboter hier. Statt das einfach mal. Okay. Ich hätte mal nicht sagen sollen. Oder denken sollen, woher. Ich wollte sagen. So, komm schon.
Sniper Joe. Schieße, sterbe und leider. Genau, vielen Dank für deine Energie. Ich hätte theoretisch nochmal nach links gehen können. Aber dieser Weg wäre sowieso beschissener gewesen. So, jetzt will ich diese Sprünge hier schaffen. Das ist doch gar nicht so schwer. Für einen Energietank. Oh, war doch gar nicht so verkehrt, Leute. Jetzt kann ich mir sogar den Weg wieder aussuchen, aber ich nehme den hier, ganz klar. Ich denke mal, in dem Fall ist auch fast klar, was seine Schwäche ist. Wenn man quasi mit den Waffen hier auch durch kann. Probier was aus. In dieser Stage, muss ich sagen, bin ich aber wirklich sehr schnell durchgekommen. So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir es bringen. Nicht zu bezwingen. Nein, er kann uns versteinern. Dann stimmt das mal das. Er hat sozusagen... Oh, fuck. Ich habe ein Problem. Er hat sozusagen die Macht, mit seiner Waffe die Zeit anzuhalten. Weshalb wir uns vorhin in Acht nehmen sollten. Ich verschwende trotzdem meinen Energietank. So. Okay, falsche Richtung. Ah. Jetzt sind wir noch drauf und wir haben's. Puh, auch im ersten Versuch. Nee, das ist der erste Robotmaster, den ich im ersten Versuch gepackt habe. Yay. Oh, Gott sei Dank, wenigstens mal etwas läuft glatt.